Name ist Dominik Scherrer, ich bin Marketingmanager bei Unilever und verantwortlich für Soßen und Bindemittel bei uns im B2B-Bereich. Marketing ist weiblich, trifft bei uns in der Konsumgüterindustrie sehr wohl zu, weil ein Großteil der Kaufentscheidung von Konsumentinnen gefällt wird. Neben Kategorien, bei denen man sowieso erwarten kann, spielen Frauen auch bei typischen Männermarken eine wichtige Rolle, weil sie oftmals als Shopperinnen auftreten. Das heisst, man muss einerseits den Mann von den Produktvorteilen können überzeugen, andererseits aber auch die Frau, weil sie als Shopperin am Regal steht und dann als Frau, Freundin oder Mutter eigentlich den Kaufentscheid fällt und das Produkt aus dem Regal im Warenkorb nimmt. Wenn du herausgefunden hast, dass Frauen oftmals Kaufentscheidungen bewusster fällen oder sich bewusster sind, weshalb sie eine Kaufentscheidung fällen. Und darum befragen wir in qualitativen Marktforschungen häufig nur noch Frauen. Mein Name ist Robi Schumacher, SaaS-Institut Schweiz. Verantwortlich für das Thema Customer Intelligence und wir arbeiten seit vielen Jahren mit namhaften Schweizer Kunden zusammen im Bereich Datenanalyse. Unterschied männlich-weiblich aus der Datenanalyse? Sorry, leider nein. Ich weiss, ja, das wäre die spannende Antwort gewesen. Gut, ganz kein Unterschied wäre doch auch ein bisschen zu einfach gewesen. Zum Beispiel aus dem Banking sehen wir im Anlageverhalten, weiblich heisst eher ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen langfristig orientierter. Männlich eher ein bisschen kurzfristiger. In anderen Branchen, zum Beispiel in der Reise- und Dienstleistungsbranche, ist uns gesagt worden und haben wir auch gesehen, dass Frauen besser auf Direktmails reagieren. Was wir vielleicht wenig aus den Daten lesen, was wir einfach sehen aus der Beobachtung her, ist, dass immer mehr Frauen für Frauen Marketing und Werbung machen und sogar eigentlich eine eigene Community bildet, die vollends weiblich ist. Abschließend sieht man aus der Datenanalyse selbst eigentlich keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich. Leider vielleicht. Aber was wir sehen, durchaus Unterschied im Entscheidverhalten und im Einkaufsverhalten. Und dort sieht es aus, wie weiblich prädestinierter ist für Marketing- und Werbeaktionen.